Fillmore, ich übernehme das. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Der beste Wachmann der Welt. Erster Akt, das zerstörte Meisterwerk. Also Leute, hört mal zu. Ich brauche zwei Leute, die heute Fillmores und Ingrids Tour übernehmen. Die machen nämlich einen kleinen Ausflug in die Stadt. Also, Freiwillige vor. Ich! Ich mach mit! Oh, das ist eine nette Sache. Tehama, Answer, ihr übernehmt das. Also gut, dann hätten wir das ja geklärt. Irgendein Witzbold verstopft ständig die Jungstoiletten und... Hey, ich bin doch bei dem Schulausflug auch dabei. Und wer vertritt mich? Ach ja, richtig. Kein Problem. Wir nehmen einfach das Stativ mit. Das hat Räder und alles, was man so braucht. Ganz ruhig, Kinderchen. Gleich sind wir da beim neu renovierten, äußerst beliebten Museum für moderne Kunst, Natur, Technik und Miniaturen. Als ich in eurem Alter war, habe ich dort mein erstes Bild betrachtet. Und das hat mich dazu inspiriert, Künstlerin zu werden. Ich meine natürlich Lehrerin. Das Bild hieß Der Hummerfänger im Hafen. Eine Verherrlichung des Mordes an Hummern. Wer hat das gesagt? Wer? Warst du das, Herr Biel? Denn wenn du das warst... Boah, diese Keulenkobolde sind echt cool. Wenn man sich nicht mehr ständig in die Windeln macht, so wie du. Ein Stativ. Ein uraltes, klappriges Stativ. Ich weiß, es hat Räder dran. Aber hat es auch ein Herz? Er nimmt es ziemlich schwer. Es ist doch echt hart, von einem Stativ ersetzt zu werden. Wir sind da, Kinderchen. Nichts wie rein. Die Kunst erwartet uns. Das ist es, der Hummerfänger im Hafen. Dieser feine Pinselstrich und diese subtile Art des Lichtes. Diese kräftigen männlichen Unterarme des Hummerfängers. Arme, von denen man sich gerne aufs Meer hinaus entführen ließe. Wie wär's, wenn ich die Führung übernehme, Mrs. Lawton? Oh, ja, wie Sie wollen. Der Hummerfänger im Hafen ist das einzige Gemälde, das Gustav Amadeus Douglas je gemalt hat. Es ist Öl auf Leinwand und wohl das authentischste Porträt eines Hummerfängers im 20. Jahrhundert. Der Künstler hat sich vor über 30 Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Man hat nie wieder von ihm gehört. So, nun heiter weiter. Hier ist eine winzige florentinische Villa. Sie wollen mich zwingen, in den Ruhestand zu gehen. Seit über 30 Jahren verrichte ich hier treu meinen Dienst und das ist der Dank dafür. Das ist nicht richtig. Du bist der beste Wachmann, den sie haben. Ha! Erzähl das mal, Mr. Prosper. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Irgendwas, was beweist, wie wertvoll du bist. Kräftige Unterarme. Das sind eher die Unterarme des Todes. Ich hoffe, er fühlt sich schön männlich. Donnerwetter. Der Künstler hat das Motiv 8-mal gemalt. Was sagst du? Er wollte zeigen, wie es unter verschiedenen Lichtbedingungen aussieht, zu jeder Tageszeit. Siehst du, dass es einen Grünstich hat? Es wurde morgens gemalt. Die Mittagsbilder haben eher einen Gelbstich. Ach so, ich bin Nick. Ingrid, bist du aus Mrs. Lawtons Klasse? Ja, Kunstgeschichte 2. Ah, 8. Klasse. Deshalb weißt du auch so viel darüber. Nein, nicht deshalb. Das habe ich von jemand anderem gelernt. Keine Angst. Das liegt wahrscheinlich nur am Sturm. Seid ihr alle noch hier? Fehlt irgendjemand? Ein Bart! Ein Bart! Donnerwetter. Ingrid, es geht los. Weg da, Leute. Wir müssen das Gemälde wiederherstellen. Platz für den Restaurator. Weg da! Ach du meine Güte. Genau das hatte ich befürchtet. Wasserfeste Farbe. Und können Sie es entfernen? Das wird auf jeden Fall ziemlich schwierig. Wenn ich, sagen wir mal, das Lösungsmittel für den Marker 3000 benutze und es handelt sich um einen Marker 2000, wäre das eine Katastrophe. Ein verschmiertes, grausiges Desaster. Oh Gott!
Gott, was sollen wir denn nur tun? Die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt, ist, den Täter zu stellen und ihn oder sie zu fragen, welcher Marker benutzt wurde. Leo wird den Täter schon finden. Er kann das. Er ist ein klasse Wachmann. Oh ja, Nick, das ist eine großartige Idee. Leo ist klasse. So klasse, dass jemand während seiner Wache dieses Bild beschmieren konnte. Entschuldige, Leo, aber hier ist dein Zenit und hier bist du. Du hast ihn überschritten. Er hat sein Zenit nicht überschritten. Das geht doch gar nicht. Er hat vor 2 Monaten noch die Auszeichnung für den besten Wärter erhalten. Außerdem, wer sollte sonst herausfinden, wer das war? Wir haben die zuständige Behörde bereits informiert, aber bei diesem fürchterlichen Sturm glaube ich nicht, dass einer von denen hier eintreffen wird. Wir können es tun. Wir haben an unserer Schule schon ähnliche Fälle aufgeklärt. Und bei dem Sturm wird wirklich erstmal niemand herkommen. Aber wir sind hier. Ihr habt 20 Minuten. Dann ist die Farbe trocken und das Gemälde wird nicht mehr zu retten sein. Alles klar. Dann fangen wir mal an. Hey, mein Freund. Warte mal. Würdest du bitte wieder zurückkommen? Bis die Sache geklärt ist, wird erstmal jeder verdächtigt. Dürfte ich mal das Band von der Kamera da sehen? Beide fallen gleichzeitig aus. Bis auf das hier. Was kann das sein? Sieht aus wie eine Störung auf dem Videoband. Na gut. Wenigstens wissen wir jetzt, wer alles im Saal war, als es passiert ist. Bitte stellt euch in einer Reihe auf. Ich mach das auf gar keinen Fall. Du hast nichts zu sagen. Für die nächsten 18 Minuten habe ich das. Wir sind die Einzigen, die hier waren, als es passiert ist. Einer von uns hat den Bart gemalt. Also, Schritt 1, Leute. Jeder, der einen Filzstift bei sich hat, legt ihn dort drüben hin. Der ist von mir. Ich hab auch einen, aber ich hab überhaupt nichts gegen Homer. Außer, dass mich einer mal gekniffen hat. Ich hab auch einen. Ich hab immer einen dabei. Ich hab einen in meinem Multikästchen. Da drin ist ein Rechner, ein Winkelmesser, ein Asthma-Inhalator, der Leitfaden, wie werde ich selbstbewusster und natürlich dieser schwarze Filzstift. Tut mir leid. Gut, du hast gewonnen. Also, da stehen sie. Mit einem dieser Stifte wurde der Bart aufs Bild gemalt. Kann schon sein. Aber du hast nur noch 17 Minuten Zeit herauszufinden, welcher. Findest du den richtigen, rettest du den Hummerfänger im Hafen. Aber wenn nicht, ist ein unbezahlbares Werk von hummerorientierter Kunst für immer zerstört. Zweiter Akt, der Schmierfink. Hey, Fillmore, sieh dir das hier an. Volltreffer. Da hat sich jemand auf die Statue gestellt, um den Bart zu malen. Hey! Mist! Den schnapp ich mir! Tut mir sehr leid, Kleiner. Wie haben Sie das geschafft? Das war reiner Instinkt. Sie laufen immer hier lang. Nur normalerweise sind Sie größer. Dann bringen wir dich jetzt mal zurück. Ich warne euch, wehe, einer von euch haut nochmal ab. Eine Frage, Leo. Kann man den Saal verriegeln? Aber selbstverständlich. Das System habe ich letztes Jahr einbauen lassen. Ich wusste, dass wir es eines Tages brauchen werden. Was soll denn das sein? Keulenkobolde. Das sind sprachgesteuerte Actionfiguren, die sich auf Kommando gegenseitig Plastikkeulen um die Ohren hauen. Entschuldigung, ich kenne die. Ich habe mich umgehört und ein paar Notizen gemacht. Timmy ist ein 8 Jahre altes Genie. Er durfte jede Klasse bis zur 7. überspringen. Er ist der Beste in seiner Klasse, singt Bariton im Schulchor und hat natürlich noch nie eine Verwarnung erhalten. Timmy, kannst du mir verraten, was du damit willst? Verdammt, der gehört mir nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich besitze keinen Keulenkobold. Timmy, hör auf, mich für dumm zu verkaufen. Dieser Keulenkobold hat deinen Namen eingeritzt. Und dann steht da noch, ich habe sehr viele Keulenkobolde. Auweia, jetzt wissen's alle. Ich bin erledigt. Meine Klassenkameraden finden Keulenkobolde blöd und kindisch. Jetzt bin ich für sie auch blöd und kindisch, oder? Aber diese Keulenkobolde, ich finde sie einfach so toll. Timmy ist also ein totaler Keulenkobold-Fan. Weißt du, was ich denke? Vielleicht hatte er gar nicht geplant, das Gemälde zu beschmieren. Aber als er den Koboldladen auf der anderen Straßenseite gesehen hat, ist er durchgedreht. Er hat sich geärgert. Das ist wohl leicht untertrieben. Kurz nach der Bartattacke hat er versucht, sich aus dem Staub zu machen. Womöglich wollte er uns mit der Aktion ablenken. Aber wie ist er da rangekommen? Ich kann euch genau sagen, wie er es gemacht hat. Er hat den Keulenkobold auf die Statue geschickt und ihm befohlen, dem Hummerfänger einen Bart zu malen. O'Farrell?
Keulenkobolde können nur 2 Schritte machen, danach kippen sie einfach um. Kobold, lauf! Oh. Hey, was ist damit? Er besitzt einen Riesenkeulenkobold mit einer Art Gleichgewichtssystem. Hab keine Angst davor, dass sich die Kinder in der Schule über dich lustig machen. Denk immer daran, die Hauptsache ist, dass man sich selbst noch im Spiegel ansehen kann. Tja, Sherlock, du hast den Fall aufgeklärt. Es muss Timmy gewesen sein. Können wir jetzt gehen? Wir haben zwar einen Verdächtigen, aber der Fall ist noch nicht aufgeklärt, Sarah. Noch nicht. Ein Fußabdruck. Lass mich mal sehen. Doc Lewis Schuhe, vorige Saison, ziemlich ausgelatscht. Ungefähr Größe 4, also Darmschuhe. Darf ich mal sehen? Passt perfekt. Ich habe mich nur auf die Statue gestellt, als ich mir das Bild angesehen habe. Ist das ein Verbrechen? Sag du es mir. Sie was? Ich habe keinen Zweifel. Verhafte sie! Moment mal, Mrs. Lawton. Warum sind Sie sich da so sicher? Weil die Tat perfekt zu Sarah passt. Sie hat sich bei Principal Folsom über mein Poster vom Hummerfänger im Hafen beschwert. Sie findet es anstößig. Sieht so aus, als würde sich Miss Beale mehr für Meeresgetier interessieren als für Menschen. Naja, ich musste das Poster abhängen, aber ich hab's ihr heimgezahlt. Es vergeht keine Woche, in der sie nicht nachsitzt wegen ihrer vorlauten Klappe. Sie muss lernen, dass man Respekt vor Älteren hat, nicht nur vor irgendwelchen Schalentieren. Sie hat ein Motiv, und zwar Rache. Mrs. Lawton liebt dieses Gemälde. Da vorne auf dem Tisch liegt doch mein Marker. Er ist pink und nicht schwarz. Vielleicht hast du ja nicht alle deine Marker abgegeben. Taschen leeren bitte. Das hat man also davon, wenn man für seine Überzeugungen eintritt. Aber das ist mir egal. Ich werde auch weiterhin für die Rechte der Schalentiere eintreten. Donnerwetter. Sieht aus, als hättest du was vergessen, Sarah. Der gehört mir nicht. Ich schwör's. Wer ist Simon Prosper? Das ist der Museumsvorsteher. In all seinen persönlichen Gegenständen ist sein Name eingraviert. Dann muss der Marker also aus seinem Büro stammen. Es liegt doch klar auf der Hand. Der Wachmann muss es gewesen sein. Er ist der einzige von uns, der hier arbeitet. Wer hätte denn sonst an den Marker kommen können? An seiner Bürotür befinden sich 3 Schlösser und nur er hat die Schlüssel dafür. Nicht mal das Wachpersonal kommt dort rein. Aha, woher kennen Sie Nick Baker? Nick? Naja, er ist einer der jüngsten Mitarbeiter im Museum. Er hilft dabei, Bestellungen einzusortieren und er verteilt auch die Post, was ebenso anfällt. Aber nicht, dass du jetzt Nick verdächtigst. Er ist ein guter Junge, er arbeitet hart und er ist sehr aufmerksam. Er hat an diesem Komikergekritzel kein Interesse mehr. Komikergekritzel? Naja, du weißt schon, wenn man zum Beispiel in Bildern die Zähne schwarz malt. Aber das ist Schnee von gestern, da bin ich mir ganz sicher. Gestern hat er sogar eine Auszeichnung für seine gute Arbeit von Simon Prosper erhalten. War eine schöne Party. Es gab einen Kuchen in der Form seines Kopfes. Du bist dran, Nick. Es ist wahr, ich habe früher Zähne schwarz angemalt. Aber ich habe meine Strafe dafür abgebüßt. Mein Strafdienst im Museum ist eigentlich längst vorüber, aber ich bin geblieben. Geblieben, weil es Spaß macht. Darf ich das mal sehen? Bitte. Oh Gott. Ich brauche frische Luft. Dritter Akt. Das Beweisfoto. Hauptsache ist, dass man sich noch im Spiegel ansehen kann. Den Spruch kenne ich doch. Manchmal schadet es nicht, sich an seine Grundsätze zu erinnern. Oder auch an die von Freunden. Stimmt's, Leo? Naja, als Nick anfing, im Museum zu arbeiten, fühlte er sich ziemlich schlecht wegen seines Problems. Er fand, das Leben sei ziemlich ungerecht. Ich habe zu ihm gesagt, die ganze Welt ist ungerecht. Man kann nur versuchen, das Beste daraus zu machen. Hallo, was haben wir denn hier? Eine Anerkennungsurkunde, unterschrieben von Simon Prosper. Unterschrieben mit Simon Prospers schwarzem Marker? Diese Urkunde wurde mir während einer Zeremonie überreicht. In Prospers Büro? Ja. Leo, die Torte in Nicks Kopfform. Welche Geschmacksrichtung hatte die? Buttercreme. Buttercreme. Es war eine nette kleine Feier. Und all deine Freunde vom Museum waren da. Vielleicht sogar Mom und Dad. Und natürlich die Torte in Form deines Kopfes. Ich freue mich, dir für deine herausragenden Leistungen als Junior-Mitarbeiter diese Urkunde überreichen zu dürfen. Wir sind ja so stolz auf dich, Nicky. Bitte lächeln, Sportsfreund. Und jetzt wollen wir doch mal den Kuchen probieren. Vielleicht konntest du nicht anders. Als alle mit dem Kuchen beschäftigt waren, hast du dir den Marker geschnappt. Schön, ihr habt mich. Ich hab den Marker geklaut. Aber warum sollte ich dieses Gemälde beschmieren, wo ich doch für Kunst lebe? Ich werd's dir sagen. Aus Freundschaft. Ich hab gehört, wie du dich mit Leo unterhalten hast. Über Leos vorzeitigen Zwangsruhestand.
Wir müssen doch etwas tun können, etwas, das beweist, wie wertvoll du bist. Also die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt, ist, den Täter zu stellen und ihn oder sie zu fragen, welcher Marker benutzt wurde. Leo wird den Täter finden. Er kann das. Er ist ein klasse Wachmann. Sie sind Freunde. Und als man Leo loswerden wollte, konnte Nick nicht einfach nur tatenlos dabei zusehen. Und da hat er mir den Marker untergeschoben. Warum sollte er sowas machen, wenn er unschuldig ist? Noch ein Marker, noch ein Verdächtiger. Aber keine Antworten. Oh, Farrell, lass das bitte. Ich sehe schon lauter Sternchen. Entschuldige, ich dachte, meine Kamera ist kaputt gegangen, als sie runterfiel. Wow, wow, du hast sie fallen lassen? Wann? Als das Licht ausfiel. Diese Störung auf dem Band. Klar, das war der Blitz von einer Kamera. Von O'Farrells Kamera. Vielleicht kann man auf dem Foto sehen, wer der Täter ist. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir brauchen eine Dunkelkammer. Gibt es zufälligerweise eine in diesem Museum? Tut mir leid. So ein Mist. Moment mal. Um den Film zu entwickeln, brauche ich nur ein paar Zutaten, die in jeder guten Küche zu finden sind. Bringt mir eine Tüte Backpulver, Essig und gemahlenen Kaffee. Und zwar schnell. Und zeigt mir einen Raum. Einen dunklen Raum. Noch 4 Minuten. Fertig. Na und? Danny, du bist durch kein Stativ der Welt zu ersetzen. Vergiss das nie. Ich weiß jetzt, wer es war. Leo? Der Täter? Niemals. Tja, und Leo ist nicht nur der Täter? Er ist auch Gustav Amadeus Douglas, der Künstler. Warum sollte er sein eigenes Meisterwerk verunstalten? Sein eigenes wunderschönes Meisterwerk. Gefragt wird später. Jetzt wird erstmal das Bild gerettet. Das werde ich zu verhindern wissen. Los, hinterher! Nach links gegangen, Richtung Hirn oder nach rechts? Richtung Herz. Du nimmst das Hirn, ich das Herz. Durch den Dickdarm. Filmer, wo bist du? Nahe der Leber oder des Blinddarms. Ingrid! Keinen Schritt weiter. Der Gehörgang an diesem Modell ist schätzungsweise 4 bis 5 Meter lang. Wenn ich den Marker da reinschmeiße, werdet ihr ihn für lange Zeit nicht wiedersehen. Habt ihr das verstanden? Gustav, machen Sie es doch nicht noch schlimmer, als es schon ist. Gustav! Ha! Ihr denkt wohl, dass Gustav Amadeus Douglas nur das Bild der Hummerfänger im Hafen gemalt hat. Aber das ist nicht wahr. Ich habe nämlich sehr viele Bilder gemalt, aber sie haben niemandem gefallen. Als ich dann Simon Prosper höchstpersönlich meine Werke anschaute, fand er auch alles furchtbar. Außer der Hummerfänger im Hafen. Ich sagte ihm, dass das Bild noch nicht fertig sei und dass ich noch einen Bart dazu malen wollte. Aber Prosper gefiel das unvollendete Bild. Also habe ich es ihm verkauft. Es ging mir gar nicht so sehr um das Geld. Ich wollte nur, dass die Menschen wenigstens eins meiner Bilder mochten. Und das taten sie auch. Ich wurde berühmt. Aber ich konnte keine Bilder mehr malen. Ich gab die Kunst auf und tauchte unter. Dann nahm ich diesen Job als Sicherheitswachmann im Museum an, um mich jeden Tag daran zu erinnern, dass ich mich und meine Kunst verraten hatte. Und dann, nach all den vielen Jahren, beschloss ich, dass es endlich an der Zeit war, das Bild so zu gestalten, wie es immer schon sein sollte. Und ich will, dass es jetzt so bleibt. Warum ausgerechnet jetzt, Leo? Warum nicht schon vor einem Jahr? Oder auch vor 10 Jahren? Ich sag Ihnen warum. Weil Sie viel zu beschäftigt damit waren, ein guter Wachmann zu sein. Wissen Sie, Leo, ich glaube, hier geht's gar nicht so sehr um Ihre Kunst. Ich glaube, hier geht's um Ihren Job. Den Job, den Sie lieben und den Sie jetzt aufgeben sollen. Wenn Sie Wachdienst hatten, hat das Verbrechen keine Chance gehabt. Richtig? Ja, niemals. Vor ein paar Jahren hat er sogar ein paar Kunstdiebe geschnappt. Das scheint niemanden mehr zu interessieren. All die Jahre habe ich treu gedient.
Aber das zählt nicht. Doch, für mich zählt es. Und für mich. Und für mich. Nun kommen Sie schon. Sie sind doch Wachmann Leonard Grant. Der beste Wachmann, den dieses Museum je hatte. Ja, du hast recht. Hier. Los! Gut, dass ihr dieses Beweisfoto von mir hattet. Sonst hätte ich womöglich den größten Fehler meines Lebens begangen. Ja, auf dem tollen Beweisfoto ist aber nur O'Farrells Schuh drauf. Aber woher wusstest du dann? Es gab Hinweise, und zwar eine Menge. Das Wichtigste jedoch war, sie davon zu überzeugen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören. Und dass der Einzige, der sie austricksen kann, sie selbst sind. Mir fehlten bloß handfeste Beweise. Also... Hast du einfach geblufft, damit ich die Tat gestehe? Ich habe geblufft. Wie Sie gesagt haben, das Wichtigste im Leben ist, dass man sich immer noch selbst im Spiegel ansehen kann. Officer Filmer, Officer Third, ich habe was für euch. Nick, schön, dich zu sehen. Was ist es denn? Leo möchte euch unbedingt etwas Persönliches schenken. Er hätte ins Gefängnis kommen können. Aber dank euch, naja, zum Glück haben sie ihn nur rausgeschmissen. Vom Künstler signiert. Wunderschön. Wo wollen wir es denn hinhängen? Ich weiß wo. Na gut, mein kleines Stativ. Du darfst jetzt dieses Bild halten und ich gehe wieder meinem Job beim Security-Team nach. Na, wer ist jetzt hier wohl wichtiger, Baby? Hä? Du klitzekleines Stativ. Hey, so ein Stativ hat auch Gefühle.